was sie da verbockt haben. Auf jeden Fall haben sie was verbockt, definitiv. Weil man die Gegner sogar hinten angreifen kann, obwohl man hinten gar nicht schlägt. Naja, ist auch egal. So, jetzt muss ich noch warten auf den richtigen Moment. Und dann passt das schon. Dann haben wir es bald geschafft. Ich bin echt froh, wenn ich dieses Gebiet hier geschafft habe. Definitiv. Wenn ich hier... Ach, okay, das war blöd. Jetzt ist die Frage. Heilkräuter, nicht Heilkräuter? Riskieren, nicht riskieren. Ich riskiere es erstmal noch. Wenn ich Angst haben sollte, dass es doch eng wird, dann schnell Heilkräuter. Bevor es wirklich mein Untergang ist. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es jetzt gut geht. So, greif mich ruhig an, greif mich ruhig an. Wow, so war es nicht gemeint, aber gut. So, gut, gut, gut. Noch ein paar Treffer, 6 Stück, na Quatsch, nein. Okay, jetzt sind es noch 3 Treffer, die ich machen muss. 3 Treffer, so, 2 noch, komm, 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 komm. Gleich habe ich dich, gleich habe ich dich. Oh, du bist so ein Scheißvieh. Mann, ich hab dich doch fast. So, ein noch. Jetzt ist egal, jetzt komm angeflogen, ist mir scheißegal. Na, so aber nicht. Ich meinte schräg natürlich. Und ja! Du bist Geschichte. Ich habe ihn endlich besiegt, dieses verdammte Federvieh. Boah. Hat das Nerven gekostet, Leute. DJ Kerr befreite König Margaret. Ich wusste, was vor sich ging. Ich konnte nichts tun, um die Königin zu retten. Mehr hast du nichts zu sagen, dafür, dass ich dich gerettet habe? Toller König. Ah gut, jetzt... Ah, wie komme ich jetzt von diesem Flugschiff hier runter? Bestimmt muss ich wieder diesen Zündschlüssel benutzen. Was ich landen kann oder so. Am besten mal ausprobieren. Wenn es nicht klappt, werde ich es ja merken, dann bin ich hier gefangen. Okay. DJ Kerr fliegt das Luftschiff zurück zum Pia. Yay, wir haben es wieder gelandet. Ole. Oh, Lisa wartet auf uns. Hallo. Danke, dass du bei mir geblieben bist, als mein Vater starb. Ich bin weggegangen, ich bin weggeflogen. Ich habe das Monster bekämpft und ich habe ein paar Sachen erledigt. Leute, bin ich da geblieben? Ihr seid Zeugen. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Aber durch dich hatte ich die Möglichkeit, ihn wiederzusehen. Seit du mich in Grass Valley gerettet hast, muss ich immer an dich denken, wenn ich meine Augen schließe. Okay, ich würde jetzt mal spontan tippen auf Liebe auf den ersten Blick. Übrigens, vielleicht kannst du mir meine Frage beantworten. Bist du ein menschliches Wesen wie ich? Ich verstehe. Ich habe das Gefühl, dass du weit weg von mir bist, auch wenn du vor mir stehst. Ich habe das Gefühl, dass du uns vom Himmel aus beobachtest. Wie kann man sowas erspüren? Naja. Ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen soll. Habe ich es nicht gesagt, Leute? Aber das ist okay. Ich liebe. Du wirst gegen Destroy kämpfen, oder? Sie wollte bestimmt sagen, ich liebe dich. Also, warum sagt sie es nicht? Naja. Ich würde auf Wiedersehen sagen. Aber dann müsste ich weinen. Geh bitte, solange ich mich umgedreht habe. Tragischer Abschied. Ja, so ist es, wenn... Naja, sage ich jetzt mal nichts zu. Okay, schnell weg hier. Wir müssen Lisa leider im Stich lassen. Tut mir leid, Lisa. Aber so ist es leider für ein Wesen aus dem Himmel, sonst wäre er ja da geblieben. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen gehe ich jetzt mal weiter und besuche König Margaret. Er hat nämlich noch etwas für uns, was wir brauchen. Etwas sehr, 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 sehr Wichtiges. König Margaret, gib mir, was ich brauche. Oh, der macht sogar schon freiwillig Platz. König Margaret ist zurück. Erzähle bitte niemandem, was ich dir gesagt habe. Hm, was hast du nochmal gesagt? Er wollte Thronnachfolger werden. Okay. Wollen wir nicht so sein. Ich habe als König versagt. Ich befahl den Leuten, mir zu gehorchen. Und tötete diejenigen, welche mir nicht gehorchen wollten. Wenn du einmal auf der Spitze warst, geht es nur noch bergab. Ich war nur ein Feigling. Ich habe einen Pakt mit dem bösartigen Dastol gemacht. Nur weil ich gedacht habe, ich könnte damit die Königin beeindrucken. Aber die Königin wurde von ihren eigenen Verlangen gefangen und schied dahin. Ich musste mich bei Dr. Leo entschuldigen. Ich habe den schwarzen Stein bei mir. Du müsstest jetzt alle 6 haben. Gehe nun zur Welt des Bösen und besiege Dastol.
Das ist alles, was ich für Dr. Leo tun kann. Yay, endlich sind wir bereit, die Welt des Bösen zu betreten. Wo der Spaß erst richtig anfängt. Oh ja. Das letzte Gebiet, was wir besuchen müssen, können, wollen, tun. Was wir jetzt auch tun werden, damit wir endlich das Spiel abgeschlossen haben. Also bewegen wir uns direkt zum Reich des Bösen, nachdem wir jetzt alles soweit befreit haben. Ich werde aber trotzdem nicht das Gefühl los, dass ich trotzdem ein paar Sachen vergessen habe, weil... wenn ich mir das mal so angucke... Oh, die 6 Steine fingen an zu glitzern und verschwanden in der Morgenröte. Ah, das ist viel zu grell. Aua, meine Augen. Ah ja. Hinter dem Nordlicht wird's rot, okay. Wie auch immer. DJ K.A., das Tor zur Welt des Bösen hat sich geöffnet. Aber du benötigst die Hilfe des Phönix, um Destro zu besiegen. Wenn dich der Phönix begleitet, wird Destros Palast in der Welt des Bösen erscheinen. DJ K.A., versuche die 3 Symbole zu finden. Ich glaube, ich werde mich erstmal durch diese Welt durchkämpfen, bevor ich nochmal danach Ausschau halte. 2 habe ich ja schon. Erstmal speichern. Und dann möchte ich weitermachen. So, dann, wie gesagt, hier 2 Sachen fehlen mir auf jeden Fall. Nein, 3 Sachen. Eine Magie und 2 Rüstungen, obwohl die eine kriege ich hier erst. Und das andere Schwert, das kriege ich auch noch. Also, wie gesagt, eine Magie und eine Rüstung fehlt mir irgendwie noch. Ich weiß nicht, wo ich die verpasst habe. Naja. Vielleicht werde ich es noch herausfinden. Vielleicht wird es mir einer von euch sagen. Oh, falscher Weg. So. Nun sind wir in der tollen Welt des Bösen. Okay, ja. So sieht die Welt des Bösen aus. Sehr böse, sehr... sehr augenkrebsmäßig, sehr weltallmäßig. Und dann kommt die erste Monster dieser Welt, die wir bekämpfen können. Höheres Level. Okay, jetzt muss ich aber erstmal zusehen, wie ich dieses Mist wieder erwische. Gar nicht. Obwohl, ich habe doch Magie. Warum benutze ich keine Magie? Okay, Magie hilft wenigstens was. Hoffentlich kann ich damit die Monsterhöhle aktivieren. So, und? Na, einen Weg habe ich schon mal freigemacht. Gut. Na, da geht's nicht weiter. Na, klasse. Ah, die Welt des Bösen. Auf jeden Fall dauert es nicht mehr lange und wir haben das Spiel durch. Und wie ihr seht, hier kann man auf jeden Fall nichts befreien in dieser Welt. Weil hier alles böse ist. So böse wie böse. Böser geht's gar nicht. Und nochmal so ein Vieh, das ich mit Magie bekämpfen muss. Von mir aus. Dann kommt her, friss Magie-Bälle. Auch wenn dadurch ein paar... wow! Juwelen drauf gehen. Ich muss nur gucken, dass ich entweder genug Juwelen für den letzten Bosskampf habe. Oder halt zusehe, dass ich... werden die unsichtbar oder wie? Boah, ist das mies. Oder dass ich halt irgendwie noch... gucke, ob ich Monster finde. Oder irgendwie... ich weiß nicht, wie ich sonst an Juwelen rankomme. Ich komme nur durch Monster an Juwelen dran. So, erstmal den Weg freimachen. Oh, Feuerbälle. So, dann öffnen wir mal die Truhen. Hoffentlich sind da Juwelen drin oder irgendwas anderes brauchbares. 200 Juwelen, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich für den Bosskampf brauchen werde. Auf jeden Fall einige. So viel steht schon mal fest. So. Und wir bekommen Heilkräuter. Gut, Heilkräuter habe ich schon. Also wird meine Energie ein bisschen aufgefüllt. So, hier, wo muss ich überhaupt jetzt gucken? Ich gehe schrittweise nach oben. So, jetzt ist wieder die Frage, ob links oder rechts. Ich gucke mal, ich glaube, ich gehe erstmal rechts. Ich muss nur gucken, welcher Weg hier der richtige ist. Ich weiß es nicht, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Start und Aua. Oh, ein bisschen hat das abgezogen. Gibt aber schlimmere Treffer. Da ist auch wieder eine Truhe, die ich haben will. Okay, erstmal will ich gucken, was links ist. Obwohl, ich habe mir doch anders überlegt, ich kämpfe gegen euch. Ihr habt Juwelen. So, jetzt will ich erstmal gucken. Links ist wahrscheinlich nichts. Oder? Wer weiß. Bestimmt wir auch nur so eine dämliche Statue. Okay, da ist doch nur eine Statue. So, dann mache ich erstmal die Monster hier kalt. Genau diese Monster. So, Fliege, komm her. Auch wenn du dich unsichtbar machen kannst, ich habe ein starkes Schwert. Welches aber noch nicht ganz stark genug ist. Na, es gibt noch mehr. Na, klasse. Okay, eine Monsterhöhle habe ich schon mal
Aktiviert. So, Leute, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal direkt hier in der Welt des Bösen weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.